Das ist ganz verrückt. Ich durfte als Kind nie Fahrrad fahren. Ein Freund von meinem Bruder, der ist bei einem Fahrradunfall tödlich verunglückt als 10- oder 12-Jähriger. Deswegen durfte ich kein Fahrrad fahren. So, aber ich habe alles nachgeholt. Mein Name ist Klaus Becher, ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur und habe mein ganzes Leben lang mit verbracht, Fabriken zu bauen, einzurichten und dafür zu sorgen, dass hinten was rauskommt. Der Grundgedanke ist immer die, in dem Moment, wo man was macht, was außerhalb der Natur ist, ja, gibt es Probleme. Und dann löst man zwar ein Problem und schafft sich neue Probleme. Ich wollte gesund wohnen, wenig Energie, wenig Kosten haben, das heißt also wenig Energie verbrauchen. Und vor allen Dingen wollte ich keine Maschinen mehr reparieren. Das einzige Problem, das es bei allen Häusern gibt, ist der Wasserdampf, der im Haus entsteht. Und was nicht wasserdampfdurchlässig ist, ist Styropor. Deswegen plädiere ich dafür, dass Styropor im Hausbau verboten wird. Aber das geht nicht, weil BASF ist der größte Styroporfabrikant und wer legt sich schon mit der BASF an? Herr Reiseführer, in Allahs Namen entkommst du nur die Hölle. In Ewigkeit Amen, verherrlicht den Tod. Sei blind für das Leben, das kann euch Allah nicht vergeben. Für Mathematik und Arbeitslehrer. Habe aber fast nie an der Schule gearbeitet, sondern in einem Ausbildungszentrum in Saarbrücken erst und später in neun Bundesländern in Liechtenstein, in Sachsen. Und irgendwann habe ich mal angefangen, eine Friedensradfahrt zu organisieren. Erstmal nur eine eintägige. Die Leute haben so toll reagiert, so positiv. Ich war ja immer in der Friedensbewegung gewesen, gegen den Vietnamkrieg demonstriert und so und hatte da viele negative Erlebnisse bei Demonstrationen. Und dann fährst du mit dem Fahrrad und plötzlich sind die Leute alle freundlich und finden es alle toll. Das Auto wurde in Hiroshima gebaut. Aber es ist für die, nicht nur deshalb, für die Friedensradfahrt das optimale Auto. Fernsehführer, in Christi Namen, geht auf mit der Hölle, ohne Erbarmen, verheizt die Menschheit, am liebsten global, Hauptsache Geld und Erfolg. Mannheim-Neckarau, das ist im Süden von Mannheim, im Volkshaus und sind hier zu Gast bei der Mannheimer Friedensbewegung, beim Friedensforum Mannheim. Die machen jetzt gleich eine Veranstaltung, die haben eingeladen den, wie heißt er, Vogt mit Nachnamen? Timo. Timo Vogt, genau, danke. Radfahrer kommen gleich und wollen dann gerne Reis mit Ratatouille essen. Mein Name ist Timo Vogt, ich bin Fotograf, ich komme aus Norddeutschland. Ich bin heute hier, weil ich eine Audioslideshow zeige, aber hat nicht gedient, die sich mit Kriegsdienstverweigerern und Kriegsdienstverweigerung auseinandersetzt. Ich habe einen Bogen geschlagen von Deutschland über die Türkei, über Israel bis nach Armenien und habe dort jeweils einen Kriegsdienstverweigerer, eine Kriegsdienstverweigerin besucht und habe über diese vier jungen Leute eine Geschichte gemacht. Es gibt kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Es gibt nicht einmal den juristischen Begriff der Kriegsdienstverweigerung in der Türkei. Das bedeutet für diese Leute, dass wenn sie die Befehle verweigern, wenn sie eingezogen werden und in den Arrest kommen, in das Militärgefängnis kommen und irgendwann wieder freigelassen werden, nachdem sie dann die Strafe abgesessen haben, sind sie nur scheinbar frei. Perverse Führer, in Christi Namen,
geht auch mit der Hölle ohne Erbarmen. Ich musste nicht dienen aus medizinischen Gründen und musste deshalb auch nicht verweigern. Ich weiß nicht, ob ich damals politisch so weit gewesen wäre zu verweigern. Aber mir ist die Entscheidung dann eben abgenommen worden. Ich war dann Ersatzreserve 2 und da war es gut. Später hätte ich, das war 67 oder 66, als ich gemustert wurde, und später hätte ich mit Sicherheit verweigert.